Zum heutigen Backduell treten an Profibäckerin Oma Anni und Backneuling Vincent. Welcher Marmorkuchen überzeugt am Ende unsere Testesser? Anni Alber backt seit über 60 Jahren Kuchen. Seit 4 Jahren auch für das Münchner Start-up Kuchentratsch. Ein Online-Shop für hausgemachte Oma-Kuchen. Kann Vincent gegen die Profibäckerin bestehen? Ihr setzt auf eine herkömmliche Backmischung, gepimpt mit ein paar Hacks aus dem Internet. Oma Anni vertraut auf ihr altbewährtes Rezept und frische Zutaten. Ich mache einen ehrlichen Marmorkuchen. Und der ist super. Aber so schwierig kann es ja tatsächlich nicht sein. Also selbst als Backleihe würde ich sagen, das schaffe ich. Los geht's mit unserem Backduell. Statt auf Hacks aus dem Netz setzt Oma Anni auf die richtige Zubereitung. Im Gegensatz zu Vincent braucht sie deshalb schon beim Rühren viel länger, da sie alle Zutaten nacheinander vermengt. So wird der Teig angeblich schön locker. Vincent braucht theoretisch nur wenige Handgriffe, denn das meiste ist schon in der Backmischung drin. Butter und Milch gibt er nach Packungsanleitung gleichzeitig in die Schüssel. Ein ganz schön kritischer Blick gerade. Ihr habt ja noch eins gemacht, außer 3 Zutaten zusammengerührt und Anni gleich so. Was ist jetzt? Da kann man sehr gut aufschlagen, dann macht man so. Ah. Vielen Dank. Das sind die kleinen Profi-Ticks, ne? Aber was sagt Anni zu Vincents Zubereitungsmethode? Alles auf einmal in die Schüssel zu geben? Das ist für mich Neuland. Echt? Findest du das jetzt so? Also ich meine. Ja, ich finde das irgendwie. Ja, ich will halt Butterzucker rühren und Eier drunter und so. Aber dass man das alles in einen Topf schmeißt, wie sich das jetzt verbindet, bin ich gespannt. Ich auch. Und Vincent, wie wird dein Teig? Noch sieht's aus wie Rührei, ne? Aber jetzt wird's doch was. Oma Anni arbeitet wesentlich sorgfältiger. Alle Zutaten haben Raumtemperatur. So sollen sie sich besser miteinander verbinden. Aber was macht Anni denn jetzt? Hä? Also, ich habe die jetzt einfach Eigelb und Eiweiß zusammen da reingehauen und du trennst es? Warum? Ja, weil das Eischnee nachher wieder aufgeschlagen wird mit Zucker. Und dann kommt es ganz leicht unter die Masse, dann wird es alles richtig schön fluffig. Soll ich mir jetzt Sorgen machen? Zusätzlich verfeinert Oma Anni ihren Basisteig noch mit einem Löffel Vanilleessenz. Jetzt muss Vincent aber nachlegen. Im Internet hat er Tricks gefunden, wie man eine Backmischung ganz leicht aufpimpen kann. Für seinen hellen Teig greift er zu Hack Nummer 1. Sauerrahm. So, da kommt ein ganzer Becher rein. Das ist schon einiges, ne? Das ist schon viel. Das ist viel. Das aber ist viel, ja. Viel hilft viel. Der Sauerrahm soll den hellen Teig saftiger machen. Ich kenne Teige, in Rührteige, wo tatsächlich Sauerrahm reinkommt. Oder Joghurt. Dann bin ich ja zumindest schon auf einem guten Weg. Ich habe ja gesagt, zieh dich warm an. Ja, ich hole mir gleich eine Jacke. Während Vincent rührt, macht Oma Anni mit dem nächsten Schritt weiter. Der ist besonders wichtig. Was machst du jetzt? Jetzt siebe ich Mehl rein. Aber warum durch Sieb? Also ich hätte es jetzt tatsächlich auch reingekippt. Ja, guck mal, da sind wieder Klümpchen drin. Siehst du das? Und die sind jetzt weg. Nach 25 Minuten ist Perfektionistin Anni endlich fertig mit Rühren. Ihren Eischnee hebt sie nur kurz unter den Teig. So bleibt er ganz luftig. Vincent ist sich mit seinem Teig nicht mehr so sicher. Möchtest du mal probieren? Ja, darfst gleich meinen probieren. Mit einem Blick meine komplette Hoffnung dahin. Ich finde den nicht schlecht. Aber um wirklich mithalten zu können, muss Vincent wohl noch mehr in die Trickkiste greifen. Es folgt Hack Nummer 2. Zitronen. Also ich habe jetzt gelesen, man soll jetzt zum einen den Abrieb reinmachen und den Saft. Das wäre mir jetzt schon wieder zu viel, weil du hast schon Säure durch den Sauerrahm. Mhm.
Und dann hast du ja noch einmal Säure drin. Aber die Zitronenschale gibt auf alle Fälle noch mal extra Aroma. Das machst du nicht oft, gell? Woher weiß sie das? Entschuldigung. Sieht das so schlimm aus, oder was? Warum? Wie weit darf ich denn von der, also wie viel darf ich denn tatsächlich reinreiben? Also ich habe immer bloß ein, ja, so. Also gerade bis zum Weißen sozusagen. Bis zum Weißen, ne? Ja. Okay. Trotz Oma Annis Ratschlag fügt Vincent noch Zitronensaft hinzu. Ob das die richtige Entscheidung war? Oma Anni teilt erst jetzt ihren Teig. Der helle ist schon fertig. Aber was macht sie mit dem Rest? Weißt du, was so schön ist bei dir? Da guckt man einmal nicht hin und zack, ist schon wieder was Neues da. Was ist das denn jetzt? Das ist Kuvertüre. Geschmolzene Kuvertüre. Und die kommt jetzt da in diesen Teig. Dann wird der dunkel. Dass es einen Marmorkuchen gibt. Da habe ich nämlich auch was. Für ein intensives Schokoladenaroma sorgt der dritte Hack, Schokopudding. Also mit deinem Pudding bin ich nicht ganz einverstanden. Aber warum denn? Da ist ja jetzt noch einmal Stärke drin. Und die bewirkt dann was im Endeffekt? Dann wird es halt fester. Vincent vertraut aufs Internet und mischt unter seinem Teig trotzdem den Schokopudding in die Backmischung für den dunklen Teig. Damit sein Kuchen nicht zu trocken wird, greift er zu Hack Nummer 4. Espresso. Laut Internet ergänzen sich die Aromen von dunkler Schokolade und Kaffee perfekt. Dann kann der Teig ja in die Form. In ihrer 120 Jahre alten Backform schichtet Oma Anni ihren hellen und dunklen Teig. Für die perfekte Marmorierung dreht sie die Gabel spiralförmig ganz tief durch die Schichten. So verbinden sich beide Teige ideal miteinander. Jetzt darfst du den ablecken. Boah, also, der ist schon wirklich gut. Der ist schon wirklich gut. Meine letzte Chance ist quasi nur, dass er nicht aus der Backform rausgeht. Wie sieht's mit Vincents Teig aus? Auch beim Einfüllen muss Oma Anni helfen. Beide stellen direkt etwas fest. Ich meine, was ja ganz klar jetzt zu sehen ist, meiner ist auf jeden Fall so ein bisschen dünnflüssiger, ne, der Teig. Ja, was heißt das aber für meinen Kuchen? Wenn ich mal einen ganz normalen Marmorkuchen mache, dann wird er meistens, setzt er sich zusammen oder wird nicht ganz hoch. Mhm. Oh je, waren das etwa zu viele Hacks auf einmal? Nun müssen die Kuchen erstmal schnell in den Ofen, damit der Teig nicht noch mehr an Volumen verliert. Bei 180 Grad backen sie rund 60 Minuten. Aber dafür, dass es aus der Backmischung ist, sieht es gar nicht so schlecht aus, oder? Was sagt der Profi? Ja, vom Aussehen her ist okay. Vincent hofft, auf der Zielgeraden noch was rausholen zu können. Im Internet hat er gelesen, dass seine Schokoglasur und gehackte Haselnüsse dem Marmorkuchen noch einen gewissen Crunch verleihen. So bleibt er innen auch länger saftig. Oma Anni mag es lieber klassisch und gibt nur Puderzucker über den Kuchen. Was hältst du von meinen Haselnüssen? Ja, die sind doch gut. Die Idee ist schon nicht schlecht, ja, ne? Ich tät sie karamellisieren. Klar. Ich versuche hier gerade echt alles rauszuholen. Und dann kommt der imaginäre Hammer von rechts. Bam! Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Oma Annis Kuchen kostet rund 6,40 Euro. Vincents Backmischung plus der noch beigefügten Zutaten liegt bei 4,20 Euro. Mit seinen Hacks allerdings bei 9,80 Euro. Unterschiede gibt es auch bei der Zubereitungszeit. Oma Anni hat für ihren Kuchen rund 90 Minuten gebraucht, Vincent dagegen nur 75. Aber welcher Kuchen ist besser geworden? Der hausgemachte von Oma Anni oder Vincents mit der Backmischung? Vincents Kuchen ist als erstes dran. Oma Annis Blick spricht Bände. Also die Tipps, die haben schon den Kuchen ein Stück weit besser gemacht. Also ich sag mal so, zu meiner Verteidigung muss man sagen, ich finde ihn geschmacklich jetzt nicht eine Vollkatastrophe. Nein, geschmacklich nicht, aber von der Konsistenz her. Ja, er ist catchy. Also sitzen geblieben. Ja, der ist halt nicht so richtig fluffig geworden. Ne? Ja, genau. Aber kennst du diese New York Cheesecakes?
Weißt du, die so richtig fest, so, wo man einmal reinbeißen, die werden mehr im Mund. Ja, genau. Tja, Vincent, das nächste Mal besser auf weniger Hacks setzen oder den Kuchen länger backen. Jetzt der Direktvergleich zu Oma Annis Kuchen. Der ist schon, also der ist schon ziemlich gut. Der ist leider verdammt gut. Er ist fluffig, er ist nicht zu trocken, gleichzeitig halt irgendwie diese gute Schokonote. Letztendlich hat der wirklich fast alles, was so ein Marmorkuchen eigentlich haben muss. Wir fragen Passanten, was kommt besser an? Gepimpte Backmischung oder Oma Annis Kuchen? Ich mag dieses Teigige nicht so. Und der ist einfach besser durchgebacken. Der ist ein bisschen fluffiger einfach. Ja. Okay. Der schmeckt irgendwie saftiger. Aber ich glaube, der ist nicht gescheit gerührt. Schau mal, der ist da irgendwie so spindling. Okay. Oder ist der vielleicht mit so Joghurt oder mit... Ja. Also aber trotzdem, der ist saftiger. Ich habe gedacht, der wäre süßer, als er tatsächlich ist. Okay. Ist aber saftig. Viel besser. Der, weil der so cremiger schmeckt. Okay. Der ist irgendwie trockener. Auch Vincents Kuchen hat also seine Fans. Oma Anni gewinnt trotzdem bei der Mehrheit unserer Testesser. Auch ohne Backtalent konnte Vincent aus der Backmischung mit seinen Hacks noch ordentlich was rausholen. Gegen 60 Jahre Backexpertise kommt er jedoch nicht ganz an. Aber am Ende bleibt Kuchen ja auch Geschmackssache.